Herzlich willkommen nun auch von mir zu dieser Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung der Cusanus Hochschule. Ich habe dieser Vorlesung den Titel Ambivalente Globalisierungen gegeben. Man könnte auch den Titel Ambivalente Deglobalisierungen nehmen. Und damit ist das Spannungsfeld, in dem sich diese Vorlesung bewegt, bereits benannt. Ich werde in drei Teilen vorgehen. In einem ersten Teil werde ich Ihnen zunächst diese Globalisierungsphase der letzten 30, 35, 40 Jahre versuchen, kurz zu charakterisieren. Im zweiten Teil werde ich dann die Ereignisse der letzten zwei Monate, also die unmittelbaren Ereignisse der Corona-Epidemie, darauf beziehen. Und in einem dritten, längeren Teil werde ich dann die Globalisierung der letzten 30 Jahre historisch kontextualisieren und mit den langfristigen Folgen der Corona-Krise verbinden. Das Vorgehen dieser Vorlesung könnte man also durchaus historisch vergleichend bezeichnen. Und das ist deshalb so, weil ich mich in einer Traditionslinie der Wirtschaftswissenschaften verankere, die von den historischen Schulen des 19. Jahrhunderts über den ursprünglichen US-amerikanischen Institutionalismus bis hin zur Wirtschaftssoziologie geht und wo historisch vergleichende Methoden eine wichtige Rolle spielen. Zunächst einmal also zu einer groben Skizze dessen, was wir heute im öffentlichen Diskurs als Globalisierung verstehen. Der Begriff ist neu. Ob sie Sache ist, wird uns später beschäftigen. Der Begriff ist es. Wenn Sie sich diesen Chart anschauen, der entnommen ist aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, eine Häufigkeitskurve basierend auf einem Zeitungskorpus. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass da bis 1985 nicht gar nichts passiert. Die ersten Verdoppelungen der Wortzahlen finden wir um 1991, 1992 auf einem sehr niedrigen Niveau und dann ab 1995 explodiert der Wortgebrauch in deutschen Zeitungen. Also ein neuer Begriff. Er wird verwendet für ein Phänomen, das man üblicherweise ab 1985 datiert, manchmal auch ein bisschen früher. Wie lässt sich dieses Phänomen kennzeichnen? Zunächst einmal, eine Kennzahl ist häufig, die man benutzt, ist der Anteil der Exporte relativ zum globalen Weltoutput. Also hier zum Beispiel das globale Bruttoinlandsprodukt. Und man sieht deutlich, dass das nach 1985 nochmal in gesteigerter Geschwindigkeit ansteigt, von etwa 15% auf ca. 25%. Im Gipfel ähnliche Zahlen werden dann auch nach der Finanzkrise, die einen deutlichen Einbruch, wie Sie sehen, produziert, wieder erreicht. Daneben als nächstes haben Sie hier die Direktinvestitionen, ein, wenn auch unvollkommener, Sichtbarkeit für zwei Phänomene. Zum einen für die Verflechtung der Volkswirtschaften durch multinationale Konzerne. Direktinvestitionen sind gewissermaßen das Wachstum multinationaler Konzerne. Das steigt massiv an, wie Sie sehen, in den 1980er Jahren. Gleichzeitig, weil das aber sehr stark auch von den Börsenkursen getrieben ist, sehen Sie da auch das Phänomen des globalen Finanzmarktes, das hier dargestellt ist. Es handelt sich hier um eine Darstellung in absoluten Zahlen, vielleicht mehr indikativ als in irgendeinem anderen Sinne absolut griffig. Was sind die Ursachen dieses Phänomens, die man üblicherweise annimmt? Zum einen sind das technische Ursachen. Üblicherweise, und das wird häufig vergessen, wenn man populär darüber diskutiert, ein wesentlicher Faktor ist eine Transportrevolution. Wenn Sie heute nach Hamburg gehen, sehen Sie überall Container.
Der Containerhafen als solcher ist ein Kind der 1980er, 1990er Jahre. Der Container macht den weltweiten Frachtverkehr deutlich billiger, und das ist ein Faktor. Die Transportrevolution auf, nochmal eine Transportrevolution auf dem Seewege. Ein weiterer Faktor, und der ist sicherlich zentraler, ist die Revolution in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich glaube, niemand von Ihnen kann sich vorstellen, dass der Mensch, der vor Ihnen steht, seine Diplomarbeit, was ist eine Diplomarbeit? Seine Diplomarbeit, also seine Masterarbeit, auf einer Schreibmaschine geschrieben hat und seine Literatur in einer riesigen Halle der Bayerischen Staatsbibliothek zusammengesucht hat, die voll war von Zettelkatalogen, und Menschen einem dann diese Literatur, die auch nur physisch vorhanden war, in Buchform aus tiefen Magazinen oder aus irgendwelchen anderen Standorten gebracht haben. Mein erster Computer hatte, wie Sie, war monochrom und hatte einen Speicherplatz, der heute wahrscheinlich ein Bruchteil des Speicherplatzes Ihres Handys ausmacht. Informationstechnologien und Kommunikationstechnologien sind eine ganz zentrale Infrastruktur der Globalisierung. Das ist die technologische Seite. Gleichzeitig, und darauf haben wahrscheinlich viele auch von Ihnen gewartet, ist das natürlich ein politisches Geschehen und kein naturwüchsiges. Das beginnt etwas früher, als ich das vorher mit dem Globalisierungsbegriff und der Globalisierungsphase angedeutet habe. Das beginnt natürlich mit den Wahlsiegen von Ronald Reagan und Margaret Thatcher um das Jahr 1980 und dem Durchsetzen neoliberaler Wirtschaftspolitik. Die Reformen sind sehr stark gerichtet im internationalen Bereich auf Liberalisierung des Welthandels, und zwar tiefe Liberalisierung, weil die Zollschranken zum Teil schon sehr weit unten waren, geht es darum, um sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu reduzieren, und das sind de facto Regulierungen, die Staaten aus verschiedensten Interessen, manchmal speziellen Interessen, manchmal eben aber auch zur Steigerung der Wohlfahrt, zum Schutze von Konsumenten und Ähnlichem verabschiedet haben. Wo die unterschiedlich sind, sind sie möglicherweise, stellen sie nicht-tarifäre Handelshemmnisse dar, und auf diese hat die Liberalisierungspolitik in der Globalisierungsphase vor allem abgehoben. Ebenfalls zentral und relativ früh eine Integration des weltweiten Kapitalmarkts, also der Finanzmärkte, ein Geschehen, das heute 24-7, 365, fast, vielleicht an Weihnachten nicht, abläuft und das sehr wesentlich, vielleicht ganz zentral für die Globalisierungsphase ist, die wir hier beschreiben. Wie sieht es mit den Wirkungen der Globalisierung aus, soweit man das heute beurteilen kann? Ich möchte mich auf ganz, ganz wenige Indikatoren beschränken. Und ich möchte zunächst einmal einen Indikator herauspicken, der ganz traditionell ist, also ganz Mainstream. Ich weiß, er ist hoch umstritten, zu Recht, aber er ist sozusagen das Maß in der öffentlichen Debatte, das sehr zentral ist, nämlich das Wachstum der Wirtschaftsleistung, und hier in dieser nächsten Folie einfach gemessen im realen Pro-Kopf-Einkommen. Und zwar in einem Vergleich der Perioden 1950 bis 1983, also der Nachkriegsperiode, die nicht als Globalisierungsperiode bezeichnet wird, die man auch nicht als neoliberal bezeichnen kann. Dort wuchs das globale Pro-Kopf-Einkommen um insgesamt 123,7% nach der Quelle, die ich hier benutzt habe. Verlassen Sie sich nicht auf die Stelle nach dem Komma. In der Zeit der Globalisierung, selber Zeitraum, also genau die gleiche Anzahl an Jahren, nur um 98,8%. Das heißt, auf dem Feld, wo
die Globalisierungsbefürworter gerade unterstreichen, dass Globalisierung notwendig und sehr wichtig ist, sieht die Globalisierungsepoche, wenn man sie mit der Epoche unmittelbar davor vergleicht, nicht besonders gut aus. Das Wachstum ist deutlich geringer. Es ist auch ungefähr eine Verdoppelung, aber eben eine knappe Verdoppelung, während das andere eine deutlich größere Zahl, eine gute Verdoppelung des weltweiten Einkommens pro Kopf darstellt. Jetzt sind solche Pro-Kopf-Einkommenswerte natürlich Durchschnittswerte. Und die Diskussion, die in den vergangenen Jahren besonders stark war, ist natürlich eine, die sich keineswegs so sehr an diesen absoluten Zahlen orientiert hat, auch deshalb habe ich sie Ihnen jetzt mal genannt, sondern war vor allem eine Verteilungsdiskussion. Und hier gibt es eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Auch das gehört zur Redlichkeit an dieser Stelle. Sehr bekannt geworden ist die sogenannte Elefantenkurve, die versucht darzustellen, die globale Einkommensverteilung pro Mensch, also nicht zwischen Ländern, sondern innerhalb von Ländern, sondern zwischen Ländern zu beschreiben. So beschrieben deshalb, weil man die linke Seite als den Kopf des Elefanten oder je nach Darstellung als den Körper des Elefanten interpretiert, der einen langen Rüssel hat, der zunächst nach unten geht und dann nach rechts oben. Was wird hier dargestellt? Das reale Pro-Kopf-Wachstum des Einkommens, und das ist auf der vertikalen Achse und auf der horizontalen Achse die unterschiedlichen Perzentile der Weltbevölkerung. Was sind Perzentile? Das erste Perzentil, das Sie jetzt hier ganz links sehen, wo die Zahlen 10 und 20 stehen, das ist der Teil der Bevölkerung, der zwischen den 10% Ärmsten und den 20% Ärmsten. In dieser Darstellung fehlen die ersten 10% der Welt. Dann das nächste sind die nächsten 20% und so weiter und so fort. Wie Sie sehen, vielleicht ganz rechts in dieser Darstellung haben Sie den Maßstab gestreckt, damit man die ganz, 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 ganz Reichen darstellen kann. Was ist die Aussage der Elefantenkurve? Über deren konkreten Form und Ausprägung wird natürlich gestritten, das sind hochpolitische Daten. Die Elefantenkurve auf der rechten Seite ist der ansteigende Rüssel. Wer hat von der Globalisierung profitiert? Das sind überproportional die sehr, sehr, sehr Reichen. 1%, 0,1% und so weiter. Das ist die eine Seite, die von Globalisierungsgegnern üblicherweise in den Vordergrund gestellt wird. Dann haben Sie links den Elefantenkopf. Das ist die sogenannte globale Mittelklasse. Das sind Menschen, hunderte von Millionen von Menschen in Indien, in China, die die Armut verlassen haben und die auch einen sehr hohen Anteil, einen überproportionalen Anteil der Einkommensgewinne der Globalisierung eingefahren haben. Wo der Rüssel tief liegt, der Elefantenkurve, dort haben wir den Bereich des Welteinkommens, bei dem sehr wenig profitiert wird von der Globalisierung, und das sind die Einkommensschwachen und Mittelschichten im globalen Norden. Das ist die Elefantenkurve, bei deren Detail, wie gesagt, gestritten wird, aber die insgesamt die Entwicklung ganz gut zusammenfassen. 1980 bis 2016 in diesem Fall. Was damit widersprüchlich zu sein scheint, es aber nicht ist, ist, dass die Ungleichheit innerhalb von Staaten in den allermeisten Ländern angestiegen ist. Und vor allem in den großen Ländern. Wenn Sie also dieses Chart kurz anschauen, dann sehen Sie Länder wie China oder Indien, wo deutlich die Ungleichheit angestiegen ist. Und nur ganz wenige Länder, vor allem auch rechts oben in dem Bereich von hoher Ungleichheit, Lateinamerika, haben in dieser Periode, die sich jetzt hier nur von 1990 bis 2015 erstreckt, die Einkommensungleichheit innerhalb des Landes senken können. Wir haben zwar also insgesamt eine Verringerung der globalen Ungleichheit, aber innerhalb der Länder, fast aller Länder, sehr vieler Länder, ist die Einkommensungleichheit angestiegen. Das wird ein wichtiger Faktor im weiteren Verlauf
der Argumentation dieser Vorlesung sein. Zuletzt ein paar Worte zur ökologischen Wirkung der Globalisierung. Sie wird nicht im Zentrum dieser Vorlesung stehen, aber ich möchte sie doch nicht völlig vernachlässigen. Ich möchte sie darstellen anhand einiger Grafiken, die den ökologischen Fußabdruck bzw. dessen Entwicklung seit 1960 zeigen. Zunächst mal der erste Graph, die in Deutschland, und das ist nicht untypisch für den globalen Norden. Der ökologische Fußabdruck ist ein Versuch an einem einheitlichen Maß, globale Hektar, den Naturverbrauch in einem Land zu messen. Und zwar den Naturverbrauch sowohl aus den als Naturverbrauch als Ressource, den Boden für die Nahrung, die Rohstoffe, die man dem Boden entzieht, nachwachsende Rohstoffe, als auch den Verbrauch an Natur als Senke, also als Müllkippe. Wie alle Indikatoren ist auch dieser umstritten, aber er ist relativ weit verbreitet. Sie sehen, Deutschland, und das ist für alle Industrienationen der Fall, verbraucht deutlich mehr Natur, als es zur Verfügung hat. Es ist also ein ökologischer Schuldner, wenn Sie so wollen. Und der Naturverbrauch ist nicht nachhaltig. Allerdings, er zeigt, wenn auch nur einen leichten, aber doch einen abnehmenden Trend. Wenn Sie Indien anschauen, dann sehen Sie das, was typisch ist, einen ansteigenden Trend in den Schwellenländern, die immer mehr in diesen roten Bereich der Übernutzung natürlicher Ressourcen hineinkommen. Das wird besonders deutlich in dem nächsten Chart, wo China dargestellt wird. Allerdings für beide Schwellenländer nicht auf dem Niveau der Industriestaaten. Keine Übernutzung auf dem Niveau, aber deutlich stärkere Dynamik. Und schließlich ein besonders trauriges Phänomen, das in vielen Staaten durch beispielsweise Abholzung die grüne Linie, die ich bisher nicht erläutert habe, die natürliche Kapazität, die Biokapazität in der Begrifflichkeit dieser Darstellung eines Landes verringert. Hier Malaysia, ein Land, wo gerade im Ostteil des Landes auf der Insel Borneo eben sehr viel Abwald, tropischer Regenwald abgeholzt wird. Damit möchte ich diese kurze Beschreibung des Phänomens der Globalisierung, wie sie heute üblicherweise verstanden wird, beenden und zu meinem zweiten Teil kommen. Was hat die Corona-Epidemie in ihrer Ausbreitung, in ihren unmittelbaren Wirkungen und in dem, was wir gesehen haben, wie sie bekämpft wurde, mit Globalisierung zu tun? Nun, Ausbreitung und Globalisierung, ich glaube, da brauche ich nicht lange drüber reden. Das ist Ihnen allen bekannt. Ohne Globalisierung hätte sich die Corona-Epidemie nicht in dieser Geschwindigkeit ausbreiten können. Sie ist vor allem außerhalb von China getragen worden, von den Menschen, könnte sie die Reiseklasse nennen, die in China waren, zum Teil auch von Chinesen, die ins Ausland gingen. Es ist kein Zufall, dass die Frau des kanadischen Premierministers oder der britische Premierminister oder ein Berater von Bolsonaro relativ früh in der Epidemie infiziert waren und positiv getestet waren. Also weltweit kann man sagen, ist es jedenfalls außerhalb von China eine Epidemie, die von oben nach unten sozusagen sich ausgebreitet hat. Das ist vielleicht eine Überlegung wert, wenn man die Antworten auf die Epidemie sich anschaut, da kann einem natürlich der Gedanke beschleichen, was wäre es gewesen, wie wären die Antworten gewesen, wenn es sozusagen von unten, vom sozial einkommensschwachen Menschen sich ausgebreitet hätte. Wäre dann eine andere Reaktion gewesen, eine langsamere? Man weiß es nicht. Eine böse Frage, die ich an dieser Stelle mir nicht verkneifen kann. Historisch neu ist das nicht. Wenn Sie an die große Pest im Mittelalter denken, so ist historisch unumstritten, dass es Genueser Kaufleute waren, die
1347 aus dem, was heute der Mittlere Osten ist, diese Pestviren, die Pesterreger nach Sizilien gebracht haben und dort auf weiteren Genueser Schiffen, dann nach Genua, dann nach Marseille, und dann verbreitet sich diese Epidemie, wie Sie in der nächsten Grafik sehen, durch Gesamteuropa. Eine große Epidemie, man schätzt ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Westeuropas stirbt in ihr. Auch damals ist also schon die Handelsbeziehungen ganz entscheidend für die Verbreitung der Epidemie. Und wenn Sie auf dieser Karte genau hinschauen, dann sehen Sie einen großen grünen Fleck um Polen rum. Der damalige polnische König erklärt einen Lockdown, schließt die Grenzen. Und Polen gelingt es auf diese Art und Weise, von der Epidemie mehr oder weniger verschont zu bleiben. Von der Pest haben Sie sicherlich auch schon gehört oder gelesen im Zusammenhang mit der jetzigen Pandemie, wahrscheinlich auch von der spanischen Grippe. Was interessanterweise kaum nicht erwähnt wird, ich habe es jedenfalls noch nicht gefunden, ist ein anderes epidemiologisches Großereignis mit noch verheerenderen Wirkungen als das, das ich gerade beschrieben habe, nämlich durch die Eroberung Lateinamerikas durch die Europäer hat sich vor allem, da ist man sich heute inzwischen relativ einig, aufgrund von eingeschleppten Krankheiten, die Bevölkerung und vor allem Krankheiten wie Masern, Windpocken, Diphtherie, Typhus, im 16. Jahrhundert die Bevölkerung, die indigene Bevölkerung Lateinamerikas enorm reduziert. Schätzungen gehen da bis zu 90% Verlust an Bevölkerung. Also eine gigantische Katastrophe aufgrund dieses Einschleppen von Krankheiten durch Europäer in den lateinamerikanischen Kontinent. Es ist nicht überraschend, nicht untypisch, dass dieses Ereignis im gegenwärtigen Diskurs, mit der mit historischen Vergleichen arbeitet, eben nicht vorkommt. Soweit zur Ausbreitung und Globalisierung. Wenn man die unmittelbaren Folgen angeht, so haben wir hier in der Vorlesung schon mehrfach darüber gehört, deshalb nur ganz kurz. Die Weltwirtschaft ist kein Level Playing Field. Weltwirtschaften sind historisch eigentlich immer, und auch die kapitalistische Weltwirtschaft, hierarchische Gebilde. Sie haben ein Zentrum und sie haben Peripherien. Das gilt geografisch, das gilt sozial. Diejenigen, die am meisten von der Epidemie betroffen sind, sei es durch Ansteckung, sei es durch die ökonomischen oder sozialen oder psychologischen Folgen des Lockdowns, der Abwehrmaßnahmen, sind die Marginalisierten dieser Welt. Und um es nur in der globalen im globalen Zusammenhang zu beschreiben, das sind jene, und man könnte von einer Art Corona-Klassengesellschaft sprechen. Ganz unten stehen die Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die Tagelöhnerinnen und Tagelöhner dieser Welt, dass diejenigen, die über kein geregeltes Einkommen verfügen, also von Lockdowns besonders stark betroffen werden. Vandana Shiva hat sehr eindringlich über diese Karawanen gesprochen, die durch Indien ziehen. Vielleicht haben Sie auch inzwischen darüber gelesen, das hat inzwischen auch unsere Presse erreicht. Diejenigen, die wo Abstandsregelungen so gut wie nicht greifen, die Mundschutz nicht erreichen können. Ich denke mal, das ist klar. Die nächste Stufe sind diejenigen mit einem Staatenleben mit halbwegs vernünftigen Sozialsystemen, die entweder Lohneinkommen in langfristigen Kontrakten beziehen oder diejenigen, die eben auf andere Art und Weise Sozialersatzleistungen bekommen. Und darüber noch diejenigen, die schlicht von ihrem Vermögen leben und für die das möglicherweise lediglich die Wahl eines oder des anderen Hauses ist, in dem sie leben können. Das könnte man als die weltweite Corona-Klassengesellschaft bezeichnen. Was wird deutlich?
Krisen sind Brenngläser, Krisen sind Kontrastverstärker. International wie national werden ökonomische Ungleichheiten gerade sehr deutlich und zwar nicht eher im Abstraktum, sondern in der physischen Erlebbarkeit, wie wir es in zwei Vorlesungen mindestens schon in der Ringvorlesung beschrieben haben. Deshalb hier auch mehr Raum für einen Faktor, der jetzt spezifisch wieder auf das Globalisierungsthema kommt, und zwar die Frage der Bekämpfung. Hier möchte ich erneut mit einem kurzen historischen Rückblick arbeiten. Ich hatte vorher schon in dem Vergleich der Wachstumsraten auf die Periode unmittelbar vor der Globalisierungsperiode oder vor der Neoliberalisierungsperiode hingewiesen, die unmittelbare Nachkriegsperiode. In dieser Zeit hatten wir eine Weltwirtschaftsordnung, das sogenannte Bretton Woods-System, in dem ziemlich deutlich die politische Regulierung von Wirtschaft im Vordergrund stand. National wie international. Man könnte das so formulieren, ein klarer Primat der Politik vor der Wirtschaft. Freier Handel wurde durchaus positiv gesehen, aber freie Kapitalbewegungen nicht. Das heißt, der Kapitalverkehr zwischen Ländern war relativ stark eingeschränkt und wir hatten ein System fixer Wechselkurse, was erneut starke politische Eingriffe in den Währungsmarkt bedurfte und ein entsprechendes globales Regelungssystem. In dieser Zeit, gleichzeitig mit dieser Weltwirtschaftsordnung, entsteht auch das UNO-System, also ein System von globalen Institutionen, die auch stärker ausgebildet sind als die Vorgängerinstitutionen in der Zwischenkriegszeit, der Völkerbund. Die sind sehr unvollkommen, aber sie sind Institutionen, die weltweit agieren. Und für die Corona-Pandemie ist natürlich die WHO, die in diesem Zeitraum, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gegründet wird, entscheidend. Wie viele internationale Organisationen, eine schwache Organisation, eine Organisation, die vor allem der Koordination, der Beratung und der Informationssammlung und Verbreitung dient. Und dennoch mit ihrer Erklärung eines globalen Gesundheitsnotstandes oder einer Pandemie wichtige Funktionen einnimmt. Die Pandemieerklärung wurde wahrscheinlich eher deshalb herausgezögert, weil damit Zahlungsverpflichtungen, Hilfsverpflichtungen gerade der entwickelteren Länder zu den ärmeren Ländern verbunden sind und nicht so sehr aus anderen Gründen. Diese Institution ist also eine globale Institution, die vor der Zeit der Globalisierung entstanden ist und wenn überhaupt dann in der Zeit der Globalisierung eher geschwächt wurde, wo diese globalen Institutionen nicht mehr im Vordergrund standen, zumindest wenn sie öffentlich waren. Also wir haben hier, ich beurteile die Rolle der WHO positiv, aufgebaut auf Restbeständen, ist vielleicht etwas pointiert formuliert, einer Ordnung, die heute so in dieser Form nicht mehr existiert. Wo in der Bewältigung der Krise dieser Gegensatz zwischen einer eher politischen Globalisierung auf Regierungsebene auf der einen Seite und einer wirtschaftlichen Globalisierung über Privatunternehmen und deren globalen Vereinigungen, denken Sie an Davos, was natürlich informell ist, aber dennoch, ist die Entwicklung des Impfstoffes. Wir sind gerade in einem Kampf, auch der Deutungshoheit darüber, soll das jetzt, wie viel Privatheit ist da drin, wie viel privates Unternehmertum, wie viel Möglichkeit darin, einen Profit zu machen. Die Stimmen sind sehr leise. Ich glaube nicht, dass die sich in irgendeiner Form groß durchsetzen werden, wenn solange das Licht der Öffentlichkeit da sind. Und den anderen Stimmen, Extremstimmen, die in Richtung gehen, Impfstoff, ein globales öffentliches Gut. Und auch hier möchte ich wieder ein ganz klassisches, mainstreamiges ökonomisches Argument in Anschlag bringen.
Wir haben hier eine ganz klare Anforderung dessen, was wir wollen, global. Einen Impfstoff. Ich rede nicht von einer Impfpflicht. Aber der große Teil der Bevölkerung möchte einen Impfstoff. Das ist ein Riesenaufwand, den zu entwickeln. Ihn danach zu verteilen, herzustellen und zu verteilen, ist im Vergleich dazu sehr, sehr billig. Es sind nicht keine Nullgrenzkosten der Verbreitung, aber die Grenzkosten der weiteren Herstellung sind sehr, sehr wenig. Wenn man in diesem Fall relativ genau weiß, was man will, nämlich einen Impfstoff, dann sollte man nicht privaten Unternehmen das Eigentum an einer möglichen Rezeptur oder ähnlichen oder ein Verfahren geben. Man sollte beispielsweise, wie es für marine Chronometer von der britischen Regierung Ende des 17. in den 18. Jahrhunderts gemacht wurde, man sollte eine öffentliche globale Ausschreibung machen. Derjenige, der diesen Impfstoff findet, der bekommt XXX, eine große Summe, und danach ist das frei zugänglich. Das wäre in vielerlei Hinsicht die optimale Lösung. Also ein globales öffentliches Gut, die dann von irgendeiner Weltinstitution gewissermaßen kooperativ, gibt ja diese Versuche in der aktuellen Diskussion, sei es das von europäischer Seite, sei es eine Initiative der WHO zusammen mit Costa Rica, Informationen zu poolen, die dann zur Impfstoffweiterforschung dienen. Also das sind zwei Logiken am Widerstreit, die gerade die öffentliche Gutslogik, das ist etwas, was ein Gemeingut sein soll, weltweit, und die Logik, die sehr zurückgenommen ist, aber spürbar, des privaten Profits, wie er sich beispielsweise in den multinationalen Pharmakonzernen zeigt. In dieser ganzen Geschichte der Innovation wird übrigens auch deutlich, dass Innovation nie, und das ist nicht nur im Corona-Fall so, lesen Sie das Buch von Mariana Mazzucato über das Internet, Innovationswettbewerb ist immer ein Bereich, wo Privates und Öffentliches verzahnt ist, und zwar so verzahnt ist, dass sie häufig nicht sehen können, was ist jetzt private Leistung und was nicht. Die Hochschulen, genauso wie bei der Impfforschung, die Hochschulen, öffentliche Forschungsinstitute, private Unternehmen, arbeiten zusammen. Das ist in dieser Form nicht unüblich, sondern eigentlich der Normalfall. Und auch da ist die Frage, wo bleiben die Gewinne und wo bleiben die Kosten? Wie in anderen Bereichen. Damit möchte ich den Teil der Vorlesung beenden, der sich mit den unmittelbaren Aspekten der Corona-Krise in Verbindung mit der Globalisierung beschäftigt. Und zum nächsten Teil kommen, der sich beschäftigt mit der Frage der längerfristigen Wirkungen. Und auch dafür und gerade dafür möchte ich mit einer historischen Kontextualisierung des Globalisierungsphänomens beginnen. Zu diesem Zweck möchte ich auf einen Aufsatz des emeritierten Münchner Wirtschaftshistorikers Knut Borchardt zurückgreifen. Er hat diesen Aufsatz bereits 2001 geschrieben. Und das Thema ist zunächst eines, das keineswegs ausschließlich in diesem Aufsatz behandelt ist, nämlich die Frage, inwieweit das Phänomen der Globalisierung, so wie ich es im ersten Teil beschrieben habe, überhaupt etwas prinzipiell Neues darstellt. Und wie viele andere kommen wir zum Schluss, dass wir zumindest von bereits einer globalen Welle der Globalisierung ausgehen müssen, und zwar eine globale Welle, die sich ungefähr in den Jahren 1870 bis 1914 ereignet hat. Auch hier können wir wieder relativ leicht die Ursachen festmachen. Auch hier gibt es technische Ursachen. Das
Containerschiff des 19. Jahrhunderts ist das Dampfschiff, das vermutlich die Transportkosten sehr viel stärker gesenkt hat als das Containerschiff in der Globalisierung des 20. Jahrhunderts. Das Internet des 19. Jahrhunderts ist das Telegrafenkabel, das die Geschwindigkeit, mit der Informationen zwischen den Kontinenten hin und her flossen, enorm gesteigert hat, also das überseeische Telegrafenkabel. Die institutionellen Veränderungen sind sehr vergleichbar, wobei es sich bei der Liberalisierung des Welthandels, die wir in dieser Zeit sehen, um eine Liberalisierung handelt, die sich ganz banal an Zollsätzen, die sinken, festmachen. Allerdings muss man dazu sagen, und darauf komme ich später noch zu sprechen, eine Liberalisierung, die vor allem in den Jahren 1860 bis 1880 in Westeuropa, die USA sind da draußen, die bleiben protektionistisch, stattfindet und danach zumindest zum Teil wieder zurückgenommen wird. Man kann natürlich kritisch fragen, ob das Ausmaß der internationalen Verflechtung in dieser Zeit in irgendeiner Weise ähnlich derjenigen war, die wir heute erfahren haben, in den letzten drei Jahrzehnten. Knut Borchardt argumentiert sehr deutlich, dass das sehr wohl der Fall gewesen ist. Beispielsweise ist es relativ sicher, dass in die westeuropäischen Handelsverflechtungen, also die Exportquote, die ich ja vorher schon zitiert hatte, erst wieder in den 1980er Jahren das Niveau erreicht haben, das sie 1914 hatten. Also wir haben eine enorme Verflechtung bereits in Westeuropa, die erst durch EU und so weiter erreicht wird in den 1980er Jahren. Global wird dieses Niveau, also dieselbe Verflechtungsniveau, erst später wieder erreicht, also wir reden dann um die Anfang der 1990er Jahre. Es gibt einen Weltmarkt für Fleisch, beziehungsweise es gibt zumindest Fleischtransporte über den Ozean. Argentinisches Rindfleisch wird zu der Zeit, sobald die Kühlschiffe erfunden sind, bereits nach Europa transportiert. Und natürlich gibt es einen Weltmarkt für Getreide, es gibt einen Weltmarkt für Wolle, einen Weltmarkt für Baumwolle, für Kaffee, Tee. Alle diese Produkte werden global gehandelt und jegliche Preisunterschiede, die über die Transportkosten hinausgehen werden, ausgeglichen. Auch im Bereich des internationalen Kapitalverkehrs, also der Verflechtung der Finanzströme, haben wir, so argumentiert Borchardt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg Niveaus erreicht, das sind dort vor allem Kredite, die weltweit fließen, die den heutigen mehr als vergleichbar sind. Er spricht davon, dass die Leistungsbilanzsalden, was ein Ausdruck ist für die relative Bedeutung von Kapitalverkehr in der damaligen Zeit, höher, größer waren, als das lange, zumindest im 20. Jahrhundert noch, in der Globalisierung vorhanden ist. In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, in den 2000ern, würden diese Niveaus mit Sicherheit überschritten. Auch damals kam ein neues Wort auf, das deutsche Wort, ist Weltwirtschaft. Also man hat auch dort, auch damals, ein neues Phänomen gesehen und dafür einen Begriff gesucht, und das war der Begriff Weltwirtschaft. Und dieser Begriff hat heute noch Spuren. Wenn Sie in Norddeutschland unterwegs sind, wissen Sie, dass es das Institut für Weltwirtschaft in Kiel gibt, das in dieser Zeit gegründet wird. Und wenn Sie Hamburger oder Hamburgerin sind, dann trauern Sie möglicherweise dem Hamburger Weltwirtschaftsarchiv nach, ein Institut, das in den frühen 2000ern abgewickelt wurde und jetzt nur noch in einer privatrechtlichen Form als Hamburger Weltwirtschaftsinstitut existiert. Borchardt geht weiter, wie andere Historiker auch, und behauptet und bringt Evidenz dafür, dass es auch in früheren Phasen bereits Weltwirtschaften gegeben hat, Globalisierungen gegeben hat. Beispielsweise, wie andere Historiker, spricht er von einer eurasischen Weltwirtschaft, also die den gesamten Kontinent der Europa und Asien umfasst, mit intensiven Handelsverflechtungen verbindet in den Jahren 1250, 1350, also im
Höhepunkt der Konjunktur des Mittelalters oder aber in den darauffolgenden Jahrhunderten eine europäische Weltwirtschaft, eine hohe Vernetzung in einem Kontinent, der politisch hoch zersplittert ist, nicht Nationalstaaten, sondern in sehr viel kleinere Einheiten, wo dann aber ein globaler Handel stattfindet. Soweit, so gut, soweit ist diese Relativierung des Neuigkeitswertes, dessen, was in den zwischen 1985 und heute geschehen ist, teilt Borchardt mit anderen Wirtschaftshistorikern, die uns da einfach die Relativität dieses Ereignisses zeigen. Eine gute Relativität heißt ja nicht so einzigartig, nicht so neu vergleichbar. Etwas, was historische Betrachtungen immer leisten können. Jetzt kommt aber ein weiteres Element dazu. Und hier liegt die Originalität dieses Aufsatzes. Und zwar in der einfachen Frage, wenn wir mehrere Wellen der Globalisierung gesehen haben, haben wir denn auch mehrere Wellen der Deglobalisierung gesehen? Denn das ist ganz eindeutig das, was in den Jahren zwischen dem Ersten Weltkrieg und 1945 oder eben auch danach geschieht. Wir haben eine Welle der Deglobalisierung. Und Borchardt, das ist sein Grundgedanke und sagt, ja, wir haben immer wieder diese Deglobalisierung, die auf Phasen der Globalisierung folgen. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und sagt, entwickelt die Hypothese, dass das im Wesentlichen immer politische Ursachen hat. Für die frühen Globalisierungen spricht er davon, als für diese eurasische Globalisierung, sagt er 1436, das berühmte Dekret des chinesischen Kaisers, wo die Junkenreisen verboten werden. China, das ein Land, das sich bis dahin sehr stark nach außen geöffnet hat, eben nicht nur den Ideen, sondern eben auch dem Handel, schließt sich ab. Oder der Zusammenbruch oder der Reduktion des innereuropäischen Handels, den bringt er in Verbindung mit dem Erstarken der Nationalstaaten, der frühen Territorialstaaten, Frankreich, Großbritannien, Spanien. Wenn man das jetzt modern wendet, also auf die Globalisierung des 19. und die Globalisierung des 20. und 21. Jahrhunderts, dann, und das ist arbeitet Borchardt heraus, ist der Grund für diese politische Gegenbewegung relativ einsichtig. Und auch hier ist es wieder interessant, mit einem Mainstream-ökonomischen Blick auf das Ganze zu sehen, weil jeder gute Mainstream-Ökonom, soweit er denn im Bereich internationale Wirtschaft unterwegs ist, müsste wissen, dass Handel Verteilungswirkungen hat. Es ist zwar so, wenn diejenigen, die an diese Theorien glauben, gehen auch davon aus, dass insgesamt Freihandel Wohlfahrtsgewinne bringt, aber Sie müssen wissen, das ist eine klare Voraussage im Rahmen der Heckscher-Ohlin-Theorie, des Arbeitspferds der modernen Außenwirtschaftstheorie, dass es Gewinner gibt und Verlierer. Im Übrigen ist die Richtung zumindest der Effekte sehr, sehr vereinbar mit dem Kopf des Elefanten und mit dem Teil des Elefantenrüssels, der unten ist. Die Verlierer sind die unteren Einkommensschichten in den industrialisierten Staaten. Das ist in der Richtung sehr, sehr gut prognostiziert von dieser Theorie. Und es gibt kein metaphysisches Prinzip, dass die Verlierer sagen, ja, insgesamt werden wir ja reicher. Ich bin jetzt leider auf der Verliererseite und kann ich ja nichts dagegen machen. Borchardt macht ja also die These stark, dass diese politischen Gegenbewegungen, jedenfalls in der Moderne, daher kommen, dass Verlierer von außen, aus dem tiefen Außenhandel, von dieser Globalisierung verlieren, dass diese sich politisch organisieren, politisch wirkmächtig werden, und Schritte der Deglobalisierung einleiten.
Was Bauchert hier also entwickelt, ist eine Theorie, die sagt, dass diese Deglobalisierungswellen endogen sind. Dass sie durch die Globalisierung selbst erzeugt werden. Dem Faktor, den Bauchert entwickelt, möchte ich noch einen weiteren hinzufügen, den ich aus dem Bereich der internationalen politischen Ökonomie entnehme. Dort gibt es Theorien, die davon ausgehen, dass internationale Machtsysteme dann stabil sind, wenn es einen klaren Hegemon, eine klare vorherrschende Großmacht gibt, die dann internationale Ordnung zur Verfügung stellt, sicherlich in ihrem eigenen Interesse, aber eben doch eine relativ friedliche Ordnung, eine relativ stabile Ordnung, sei es die Pax Romana im Mittelmeer, sei es die Pax Britannica im 19. Jahrhundert. Nun beobachtet man, dass diese Großmächte nie ewig stabil sind. Man kann im westeuropäischen Kontext Zyklen beobachten. Zunächst mal eine spanisch-habsburgische Vormacht, dann eine französische Vormacht, dann eine britische und zuletzt eben die Vormacht der Vereinigten Staaten. In den Phasen, in der eine Großmacht absteigt und noch nicht klar ist, welche Großmacht gegebenenfalls aufsteigt, haben wir ein hohes Maß an Instabilität im internationalen System, leider Gottes häufig auch massiv mit kriegerischen Auseinandersetzungen gesegnet, in Anführungszeichen. Das ist eine relativ pessimistische Aussage, was den gegenwärtigen Weltzustand angeht, denn es ist sehr, sehr klar, dass wir ungefähr seit den 1980er Jahren und verstärkt in den letzten zwei Jahrzehnten einen relativen Abstieg der Vereinigten Staaten sehen. Und wir momentan, das ist in aller Munde, es ist also eine Theorie, die es in den öffentlichen Diskurs geschafft hat, im Grunde genommen die meisten davon ausgehen, dass wir den Aufstieg von China als Weltmacht gerade erleben. Die Spannungen sind offensichtlich. Ob dieser Wechsel der Großmachtposition exogen ist oder ob nicht die vorausgehenden Phasen der Globalisierung diesen Wechsel doch zumindest deutlich beschleunigt hat. Das heißt, dass dieses Aufkommen von neuen Großmächten durch solche Phasen der Globalisierung befördert werden. Und ich glaube, es spricht manches dafür. Im 19. Jahrhundert sind das Deutsche Reich und vor allem die Vereinigten Staaten. Insbesondere die Vereinigten Staaten spielen nicht nach den Regeln der Liberalisierung, sondern wie eigentlich alle aufstrebenden Industrienationen, die diese industrielle Revolution nachholen, vollziehen, hinter Schutzzöllen, unterstützt von Industriepolitik. Das heißt, wir haben auch dasselbe ist im Prinzip im Deutschen Reich sichtbar, da vielleicht mit der industriepolitischen Seite noch sehr viel deutlicher ausgeprägt. Also dieses Zusammenwirken von Staat und Konzernen im Entwicklung der technischen Weiterentwicklung des technischen der technischen Grundlagen. Aber dennoch, dies geschieht vor dem Hintergrund eines globalen Marktes und wird durch diesen globalen Markt mit Sicherheit befördert. Und bei China ist es sehr offensichtlich. Das heißt, auch diese zweite Komponente der Deglobalisierung, der Großmachtkonflikt, der dazu führt, dass die Spannungen steigen, krisenhafte Entwicklungen deutlich größer werden, alles Entwicklungen, die den Handel gewissermaßen wieder nach unten treiben, die Kapitalverflechtungen reduzieren. Auch dieser Teil ist wahrscheinlich endogen. Das heißt, die von Bauchert beschriebene Wellenbewegung der Globalisierung ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
eine, die in der Natur der Sache liegt. Was heißt das für heute? Wenn man also die Ereignisse heute, Corona zunächst nochmal außen vor, mit diesen Thesen betrachtet. Und ich glaube, sie passen sehr gut. Ironischerweise fokussiert in der früheren oder der noch bestehenden Hegemonialmacht Vereinigten Staaten. Wir können die aufkommenden Populismen sehr gut mit dem aus der Brille dieser Globalisierungsverlierer, derjenigen, die sozusagen abgehängt sind von den Entwicklungen, in den Metropolen erklären. Das ist ein Muster, das sehr häufig genommen wird in den Erklärungen und das, glaube ich, auch zutrifft. Und es ist ironischerweise dieses Bündnis von ganz oben und ganz unten, in Anführungszeichen, dass diese Populismen, sei es Johnson, sei es Trump oder sei es vorher Berlusconi im europäischen Kontext, an die Macht bringt. Und Trump mit einer ganz klar deglobalisierenden Agenda und im Grunde genommen ist Brexit dasselbe auf europäischer Ebene. Man könnte jetzt, um nochmal auf den ökologischen Aspekt hinzukommen, auch betonen, dass es gerade im 21. Jahrhundert einen weiteren Verlierer gibt der Globalisierung. Ich habe das vorher versucht deutlich zu machen. Wir sind spätestens durch die Globalisierung in Bereiche hineingewachsen mit unserem industriellen System, das unübersehbar naturzerstörend ist. Natürlich gibt es auch da Gegenbewegungen und natürlich gibt es auch da Deglobalisierungsanstrengungen. Also Regionalisierung als wesentliches Element von Umwelt, vielen ökologischen Betrachtungen und zu Recht. Allerdings würde ich behaupten, dass das von analytischer Seite her bisher nicht wirkmächtig geworden ist. Deglobalisierung aufgrund von ökologisch motivierter Gegenentwicklung, vielleicht kann man die entsprechenden Proteste gegen die nordamerikanische Freihandelszone sich entsprechend einordnen. Inwieweit die tatsächlich entscheidend waren, ist eine Frage, die man offen lassen muss. Ich denke, man kann dafür argumentieren. Aber das wäre eine der wenigen Fälle, wo tatsächlich diese ökologisch motivierte Gegenbewegung ebenfalls sich als politisch wirkmächtig erwiesen hat. Damit komme ich zu Corona. Ich habe versucht darzustellen, dass wir in einer Phase uns befinden, wo Globalisierung zumindest schwächelte, wo eigentlich deutliche Anzeichen waren, vor allem durch die Trump-Administration, aber auch allgemein, zum Beispiel durch das auf der Stelle tretende Versuch, ein weiteres Welthandelsabkommen abzuschließen, die sogenannte Doha-Runde. Insgesamt in einem Umfeld, in dem Globalisierung sich nicht mehr weiter vertieft hat. Krisen sind jetzt nicht nur, wie bereits im zweiten Abschnitt betont, Kontrastmittel. Also Zeiten, in denen Gegensätze, die existieren, besonders deutlich werden. Sie sind auch Beschleuniger. Ich bin also mit einigen anderen Kommentatoren der Auffassung, dass wir eine Deglobalisierung, eine beschleunigte Deglobalisierung sehen werden in den nächsten Jahren. In der Krise ist besonders deutlich geworden, dass es der in nationalen Grenzen agierende Staat ist, der handlungsfähig ist und die Bedingungen setzt unter denen die Wirtschaft agiert. Wir haben gewissermaßen das Primat der Politik über die Wirtschaft.
in sehr deutlichen Maße gesehen und mit relativ hohen Zustimmungswerten. Natürlich ist der Kampf um die Deutungen schon entbrannt. Plötzlich hört man wieder etwas von Herrn Merz und die Schulden und überhaupt. Dennoch, es gibt etwas wie ein nahezu nicht hinterfragtes Konsens über die Handlungsfähigkeit des Staates in diesem Kontext. Und diese Politik ist national kodiert. Der Nationalstaat war handlungsfähig in allererster Linie. Gleichzeitig wurde sehr deutlich, die Empfindlichkeit der globalen Lieferketten gegenüber jeglichen Art von Störungen, und das wird sich im Gedächtnis einbrennen und entsprechende politische Maßnahmen nach sich ziehen. Und als ständige Begleitmusik in diesem Konzert sehen wir den Konflikt zwischen China, der potenziellen Großmacht, und den USA, der absteigenden Großmacht, wo es darum geht, wie die Krise zu interpretieren ist und das Säbelrasseln auf unterschiedlichsten Ebenen ist zu hören. Ich glaube, also auf der realwirtschaftlichen Seite werden wir auf jeden Fall eine Entflechtung bekommen in den nächsten Jahren, relativ gesehen, wo das Nationale im europäischen Kontext ist. Das ist nicht klar. Es ist nicht klar, ob das heißt, eine stärkere Europäisierung, und es ist nicht, oder ob das tatsächlich den Zerfall oder Stagnation auf der Stelle treten der europäischen Integration bedeutet. Auch das ist im Moment politisch noch offen. Ob also Nationalisierung, Deglobalisierung heißt Europäisierung oder ein Zerfall der Europäischen Union. Ob diese Deglobalisierung auch sich auch auf die Finanzmärkte erschrecken wird, das lasse ich hier offen, das sehe ich weniger eindeutig. Das hängt auch zusammen, unter welchen Vorzeichen, politischen Vorzeichen, diese Deglobalisierung stattfinden wird. Ebenfalls offen, aber drohen tut es schon im Vergleich, wenn man die Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg anschaut, ist der, dass dieser Großmachtkonflikt sich zunehmend auch, was Mittelmächte angeht, im Kampf um Einflusssphären ausdrückt. Also Einflusssphären, die man als wirtschaftliches Hinterland betrachtet und als politisches und militärisches Hinterland ebenfalls. Das war die Entwicklung, die sehr deutlich war in der Zeit um den zwischen den Weltkriegen, insbesondere dann in den 1930er Jahren. Auch das ist noch offen. Damit komme ich zu meinem letzten Teil, den abschließenden Bemerkungen, die ich unter die Überschrift "Was tun?" stellen möchte. Diese Frage zu beantworten, möchte ich auf einen weiteren Autor zurückgreifen, der bereits sehr früh, nämlich ebenfalls in den frühen 2000er Jahren, also im Jahr 2002, auf die potenzielle Instabilität der Globalisierung hingewiesen hat. Das ist Danny Roderick, ein von mir sehr geschätzter Ökonom, der irgendwo am Rand des Mainstreams und fast an der Heterodoxie anzusiedeln ist. Er hat in einem Aufsatz, der mit dem Titel Feasible Globalizations, die Idee eines Trilemmas, eines politischen Trilemmas der Globalisierung aufgewiesen. Und das Schema, das er dort entwickelt hat, sehen Sie in der Folie. Er etwas ironischerweise unterschreibt er diese Grafik mit dem Titel Pick Two, Any Two. Also die Idee ist, dass wir nur zwei der in den jeweiligen Kästchen sich befindlichen politischen Maßnahmen, politischen Regimes umsetzen können. Da ist oben Deep Integration, also das Programm der neoliberalen Globalisierung. Da ist links unten der souveräne Nationalstaat, rechts unten eine demokratisch verfasste Politik. Choose two, any two. Mit dem Begriff Golden Straitjacket links ist der Zustand,
beschrieben, in dem wir zunehmend geraten sind. Nämlich eine nominell nationale Politik, die durch die Forderungen einer tiefen Integration beschnitten wird in ihrem Spielraum, die gewissermaßen nur noch nominell unterwegs ist oder als Wettbewerbsstaat um das globale Kapital sich bewirbt. Den unterschiedlichen nationalen Politiken versuchen sich da um jeweils wettbewerbsfähiger darzustellen, der Wettbewerbsstaat. Auf der linken Seite die Kombination von tiefer Integration und demokratischer Politik ist folglich nur dann möglich, wenn es eine globale Politik gibt. Nur die hätte tatsächlich gegenüber einem globalen mobilen Kapital noch politische Entscheidungsspielräume. Er nennt das Global Federalism. Also eine deutliche Verlagerung von politischen Entscheidungsspielräumen auf die globale Ebene. Im Ansätzen sieht man das in der europäischen Gemeinschaft. Die europäische Gemeinschaft ist groß genug, um einen politischen Handlungsspielraum zu haben, wenn sie als einheitlicher politischer Akteur, als einheitlicher politischer Souverän auftreten würde. Oder dort, wo sie es tut. Unten, also die Kombination von souveränem Nationalstaat, der bisher stärksten Bühne von Politik und demokratischer Politik, dort verweist Roderick auf den bereits von mir häufig genannten, auf die Zeit, die von mir häufig genannt schon wurde, nämlich die Zeit zwischen nach dem Zweiten Weltkrieg hin bis 1985, der sogenannten Bretton Woods Kompromiss, also die Weltwirtschaftsordnung, die damals bestand, die eben auf tiefe Integration verzichtet. Diese zunehmende Bewegung hin zu dem Golden Straitjacket ist ironischerweise eben durch populistische Politik, eine populistische Form von Demokratie, durchbrochen worden. Und wie gesagt, wir werden Deglobalisierungspolitik-Tendenzen sehen. Allerdings, da diese Deglobalisierungstendenz unter populistischen Vorzeichen geschieht, ist für mich alles andere als aufgemacht, ob das nicht, zumindest was die Finanzmarktseite angeht, eine verkappte Verlängerung des Golden Straitjackets darstellt und einem populistischen demokratischen Mäntelchen, in dem aber der Gehalt von Demokratie zunehmend weiter ausgehöhlt wird. Was tun? Wenn Deglobalisierung zu einer Repolitisierung, zu einem Wiedereinsetzen des Primats der Politik über Wirtschaft führen soll, und zwar einer demokratischen Politik, so ist jetzt, wie vielleicht nie zuvor, die demokratische Zivilgesellschaft gefordert. Hier geht es zunächst darum, den Kampf gegen den Populismus auf nationaler Ebene zu gewinnen. Aber gleichzeitig, dieselbe Zivilgesellschaft ist der Bereich, in dem ich die Hoffnung habe, dass uns das gelingt, was eben auch nötig ist, nämlich um eine verstärkte Globalisierung in der politischen Ebene, dort wo globale Angelegenheiten, etwa in ökologischen Fragen, betroffen sind. Aber mindestens genauso sehr, um auf den Großmachtkonflikt als potenzielle Bedrohung hinzuweisen, um überhaupt diese ganzen krisenhaften Prozesse einigermaßen friedlich hinter uns zu bringen. Also eine lebendige, demokratische Zivilgesellschaft, die den Kampf um die Demokratie aufnimmt, um Meinungsfreiheit, um einen substanziellen öffentlichen Diskurs, um eine Vertiefung, nein, nicht der Nation, der Welt der Globalisierung, sondern Vertiefung der Demokratie. Wir brauchen sehr viel mehr demokratische Prozesse weiter unten. Sie sind sehr viel zu weit oben angesiedelt im politischen Räderwerk, viel zu wenig im Alltag der Menschen verankert. Und das sind für mich sehr wichtige Ziele.
und gleichzeitig die internationale, die globale Vernetzung dieser Zivilgesellschaften. Wir hatten mit Vandana Shiva ein wunderbares Beispiel für etwas derartiges bereits hier in der Ringvorlesung. Diese Prozesse werden die Deglobalisierung nicht aufhalten, aber es wird eine neue Art von, ja, nicht Bretton Woods-Kompromiss, wenn das erfolgreich ist, aber es könnte wieder eine Kombination von, nein, nicht tiefer Integration auf neoliberaler Sicht, aber ein neuer Kompromiss von globalen Institutionen, hoffentlich effektiver als das, was in Bretton Woods gelungen ist, und gleichzeitig einer nationalen demokratischen Politik geben können, möglicherweise auf diese Art und Weise. Und noch einmal, wo das in Europa ist, das dann auf europäischer Ebene ist, was ich hoffe, wofür ich sehr stark plädieren würde, oder leider Gottes auf nationaler Ebene, was dann wahrscheinlich nicht funktionieren wird, das ist aus meiner Sicht offen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf die Fragen.